Trotz fast 10 Grad Minus fanden am Wochenende gut 50 Fans den Weg ins Weißenfelser Stadion. Der erste FC hatte den VfL Querfurt zu einem Testspiel zu Gast. Erstmals im Aufgebot der Weißenfelser Top-Neuzugang Michael Salak, der aus Schönebeck an die Saale gewechselt war. Auf einem fast unbespielbaren Platz zeigte der Club von Beginn an eine engagierte Leistung. Nach 10 Minuten die erste große Chance im Spiel. Max Pfannschmidt stürmt über rechts in den Strafraum, schlägt noch ein paar Haken und flankt passgenau auf Salak, der aber am Querfurter Torhüter scheiterte. Nur 5 Minuten später war es wieder Salak, der aus kurzer Distanz nur den Pfosten traf. Die über weite Strecken technisch besseren Weißenfelser erspielten sich in der Folgezeit immer wieder Chancen, die aber nicht verwertet wurden. Die Probleme in der Heimmannschaft nutzte die Querfurter Sturmabteilung, um den Ex-Weißenfelser Thomas Bobles nicht konsequent genug aus. Dennoch musste Torwart René Möbius zweimal Kopf und Kragen riskieren, um seinen Kasten sauber zu halten. Weißenfels wechselte zu Beginn der zweiten Halbzeit durch und brachte mit Grün, Schäffner, Tillmann, Feist und Schellknecht gleich 5 neue Spieler aufs Feld. Der Club, wie in Halbzeit 1, bestimmte wieder das Spielgeschehen. In der 55. Minute dann eine Musterflanke vom Neuzugang aus der Neustadt David Schellknecht. Mitten in den Strafraum, doch können 4 Weißenfelser Spieler diese Flanke leider nicht verwandeln. Querfurt versteckte sich nicht und hielt immer wieder dagegen. Grün im Weißenfelser Tor blieb aber unbezwungen. Bis zum Ende hatte der erste FC wieder Chancen im Minutentakt durch Feist, Schellknecht und Salak ohne den erwünschten Abschluss. Den Schlusspunkt setzte Diaz. Sein Schuss aus gut 10 Metern hätte den Gastgebern am Ende den hochverdienten Sieg bringen können.